So, was ist denn da passiert? Wir haben einen guten Gemüsefond gekocht und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Für unseren Gemüsefond brauchen wir nichts anderes als natürlich ein bisschen frisches Gemüse. Wir haben Karotte, wir haben Sellerie, haben wir natürlich schon geschält und vorbereitet. Dann haben wir schönen Lauch, den haben wir gewaschen oder Porree, ganz wie man will. Und was wichtig ist, eine Gemüsezwiebel. So, wir haben Lauch und Zwiebel in grobe Stücke geschnitten und lasst bitte unbedingt diese Schale dran, weil die Schale bringt uns nachher die nötige Farbe in unserer Gemüsebrühe. Wir nehmen ein gutes kaltgepresstes Olivenöl, das erwärmen wir und sobald es warm ist, das geht ja dank unserer Induktion immer relativ flott, sobald es warm ist, geben wir unsere in walnussgroße Stücke geschnittenen Gemüse dazu. Karotte und Sellerie, damit fangen wir jetzt einfach mal an. Ups, da ist einer daneben gefallen. So, wie man sieht, unser Gemüse hier wird in dem Olivenöl schon angeschwitzt. Anschwitzen heißt, es soll ein bisschen glasig werden. Was verboten ist, es darf keine Farbe bekommen. Warum ist dieses Anschwitzen so wichtig? Weil wir haben jetzt einmal die Möglichkeit, Temperaturen über 100 Grad zu fahren. Und dann später kommt das Wasser oben drauf, dann bleiben wir immer bei 100 Grad, dann kriegen wir diese Aromen gar nicht mehr zu fassen. Deswegen bitte einmal anschwitzen und wir fangen natürlich immer mit dem harten Material an. Erst die Karotte und den Sellerie, weil der ist ja sehr, sehr fest, da schwitzen wir an. Und sobald das passiert ist, sobald wir da ein bisschen Glanz drin haben, kommt unser Lauch dazu und unsere Gemüsezwiebel. Wenn das Gemüse so herrlich angeschwitzt ist, dass es schon so ein bisschen Glanz bekommt, in diesem Moment nehmen wir jetzt Salz, weil Salz zieht zusätzlich Wasser. Aber wir geben auch gleich unseren Pfeffer dazu. Diese beiden Zutaten geben uns schon ein bisschen Geschmack. Und wie gesagt, Salz zieht Wasser. Und ich habe jetzt hier noch ein bisschen Rohrzucker. Ich gebe immer eine Prise Zucker dazu. Ganz klein bisschen, nicht zu viel, weil auch der Zucker zieht Wasser. Und ihr seht es schon, es wird noch glänzender, weil Salz und Zucker ziehen jetzt aus unserem Gemüse das Wasser heraus. Das Wichtigste jetzt, wir brauchen Flüssigkeit. Wir füllen das Ganze natürlich mit einem Wasser auf, weil es ist unser Grundfond, mit dem alles beginnt und deswegen an dieser Stelle Wasser. Das Ganze wird jetzt noch ein bisschen verfeinert durch gewaschene Petersilie mit Stielen, einfach hinein. Das Ganze bringen wir jetzt zum Kochen und wir geben an dieser Stelle nochmal so anderthalb Blättchen Lorbeer damit hinein und wir geben zwei Nelken mit dazu. Pfefferkörner haben wir ja schon und das Ganze lassen wir jetzt eine gute Stunde kochen und dann zeige ich euch, was daraus geworden ist. Eine Stunde und 10 Minuten hat er so vor sich hingeköchelt. Wir nennen das in der Küchenfachsprache, dieser Fond hat gelächelt. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir auch lächeln. Wir wollen ihn jetzt passieren. Einfach einen Topf, ein schönes Sieb und ich nehme irgendein Geschirrhandtuch. Natürlich frisch aus dem Schrank und natürlich, aber das wisst ihr ja alle, nicht mit irgendwelchen brutalen Weichspülern nochmal aufgebrezelt, sondern bitte einfach nur Baumwolle. Da passieren wir den Fond jetzt durch. Ich mache das immer so. Man kann natürlich so eine Kelle nehmen und alles einzeln reingeben. Ja, natürlich. Ich traue mich. Ich gieße das jetzt einfach, Carmen, komm mal ein bisschen näher. Ich gieße das jetzt einfach ganz langsam durch. Schaut mal, das macht jetzt überhaupt keine Arbeit. Und wenn man dann so die Sorge hat, dass jetzt doch was hinterher rutscht, einfach mit der Kelle festhalten und weiter abtropfen lassen. Na so, wir haben jetzt einen Gemüsefond. Den haben wir durchs Tuch passiert. Das heißt, der ist jetzt von allen Kleinigkeiten befreit. Den haben wir jetzt hier drin. Er ist durch das ganze Gemüse, was jetzt verkocht ist, ein bisschen trübe geworden. Wenn ihr eine klare Gemüsesuppe kochen wollt, müsst ihr euch überlegen, ob das für euch so in Ordnung ist. Wenn nicht, dann zeige ich euch in der nachfolgenden Sendung, wie wir so einen Fond klären. Aber für alles andere, wenn wir jetzt einen Gemüseauflauf machen, wir brauchen ein bisschen Fond oder eine Suppe mit Sahne oder ähnlichem verkochen wollen, dann ist das so gerade recht. Ich probiere das mal. Ich sage euch, es ist nur Sellerie, Zwiebel, Karotte, Petersilie, Wasser, Gewürze. Das hat er jetzt gekocht, das hat es von ganz alleine gemacht. Es schmeckt so unglaublich intensiv und der Wareneinsatz
ist minimal und ihr habt gesundes Essen. Da oben sind weitere Tipps eingeblendet. Ich bin der Kalle, ich hab euch lieb. Ernährt euch gesund. Auf Wiedersehen.